70 plus 80%, Bock mega hart. Ohne Quests bekommst du 0,02%. Was pro Stunde, pro Minute? Okay. Der Platz ist verflucht. Ganz ehrlich, der Platz ist verflucht. Du brauchst doch kein Geld auszugeben. Geh drauf, botte einfach und du kriegst die Silks schon. Automatisch. Du bekommst 2 Silks pro Stunde. Ist gut. Was haben wir? Plus 4, go, plus 5, go, plus 5, go, 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 plus 5, yay! Yay! So. Ey, hast du deinen Penis endlich gewaschen? Hat er nochmal. Ich frag mich, konnte man eigentlich Items, Silk-Items hier verkaufen? Warte mal, nur so aus reiner Interesse. So, wo habe ich jetzt mein Immortal hingetan? Yay! So verkaufen die hier keine Silky-Tabs. Ach komm, machen wir. Wir machen das jetzt. Pass auf. Wir machen das. Ja, wir machen das. Ich brauche Steady. Ja, und Lucky. Steady und Lucky. Steady. Steady. Ah. Oh, wenn das klappt. Oh, wenn das klappt. Das dauert dir zu lang. Ja, dann gib doch einfach kein Geld aus. Also, ganz ehrlich, ich bin ein Spieler, der... Ich sag mal so, jeder hat sein Hobby, jeder gibt für sein Hobby Geld aus. Mach ich auch. Ich gebe eigentlich ein bisschen schon zu viel aus. Müsste man nicht machen, ganz ehrlich. Manchmal denke ich, oh Mann, warum? Warum? Aber ganz ehrlich, mir ist das Geld nicht schade. Für vielen ist es schade, natürlich. Aber ich finde es sogar wirklich schade, wenn man hunderte von Euros ausgibt für Angeln. Da ist, wie heißt dieses Teil da zum Drehen und guck mal, die neue Angel für 300 Euro. Dann denke ich mir auch, ja, pack dich mal am Kopf. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, Immortal, Steady, Lucky, Fuck, Go plus 6. Immortal? Ja, of course, fuck. Fuck. Ärgerlich, ärgerlich. Aber one item we have made today plus 6. Nice. But failed to plus 7. Welcome, Rip. Boah. Krieg ich den nicht plus 5, ne?
Deswegen fange ich nicht mehr an, was ich da sparen könnte, ja. Glaub mir, wenn ich alles zusammenrechnen würde. Hoho, Reise bestimmt. Wie lange duscht der Typ, ey? Hammer! Der soll mal reinhauen, ich will die Seal of Moon. Kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Wie ein Zoo-Charakter? Was heißt plus 19? Manche beim Duschen, ohne Witze. Nee, ich darf hier nicht stehen. Obwohl, mir ging ja auch mein Schild gerade auf plus 5. Das ist voll gefährlich, ja. Go plus 5. Oh, du lecko mio, ey. Ganz ehrlich, das Einzige, was man hier noch wirklich probieren muss, ist traden. Ich meine, einmal, das sind 2 Mille. 10 Mal, das sind ja 20 Mille. Und 20 Mal sind ja 40 Mille pro Trade bekommst du. Oder nicht? Geh auf plus 5. Yes. Einmal probieren wir noch. Einmal probieren wir. Na. 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 Ich meine, 40 Millionen pro Trade ist schon Batzen, oder? So, Steady war drauf, oder? Steady, Lucky, Immortal, okay, let's try. Plus 6. So, Immortal, Steady, Lucky, go. Go plus 6, go plus 6. Na, wenigstens ist Immortal geblieben. Wins Rufan. Ah, wie, da ist man sofort Level? Max? Echt? Max Level? Solche Serven gibt's auch noch? So. Wartet mal kurz, ich bin gleich wieder da. Oder doch nicht? Ich weiß jetzt nicht, ob man das gehört hat, aber mein Sohn, der geht manchmal ab. Immer gegen die Tür. Papa, Papa. What name? Na komm schon. Model Steady, Go plus 5. Der ist immer noch nicht hier, ne? Yes. Model Steady, Lucky. Model Steady, Lucky. Server Gap 100. Wieso verschwendest du immer Elixiere für ein normales Schild?
Weil es ist einfach hier verdammt schwierig, SOX-Sachen zu bekommen, deswegen. Und ich will wenigstens ein bisschen vorbereitet sein. Wann ich mal wieder ein Horror-Stream streame. Das Problem ist, es gibt keine Horrorspiele in letzter Zeit. Ich wollte diesen Outlast streamen. Aber dann habe ich so viel scheiß Kritik gehört von dem Spiel, der ist einfach nicht gut. Habe ich auch gedacht, ne. Dann habe ich mir ein paar Let's Plays angeschaut. Ist das gleiche. Damn. Aber es ist einfach ein bisschen anders da. Komplett anders. So wie ich das mitbekommen habe. Selbst gespielt habe ich es noch nicht. Outlast fand ich schon richtig geil, aber zweite Teil. So, sorry. So. Ja, Horror Games. Ich macht mir Vorschläge, macht mir wirklich Vorschläge. Letzte Horror Game haben wir gespielt, Resident Evil 7. War richtig geil. War richtig geil. Nur die DLCs habe ich jetzt noch nicht runtergeladen. Vielleicht könnte man die ja spielen, die DLCs. Könnte ich mir gut vorstellen, dass die auch abgehen. In der Hose. So wie beim Originalspiel. Okay. Plus 5, Immortal, Steady, Lucky, fuck off. Oh! Steady. Of course. Der zweite Teil war nee. Hoffe ich dir nicht. Was heißt nee? Ja, wie gesagt, ich habe viel gelesen. Soll nicht so gut sein wie die ersten. Also wie der erste Teil. Ich dachte, ohne Witz, der zweite Teil von Outlast wird mit diesem SWAT-Team sein. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, SWAT-Team, die waren ja auch da drin. Man könnte doch da eine quasi noch ein DLC machen. Mit einem SWAT-Team. Zum Beispiel, da kommt ein SWAT-Team an, weißt du? Weil ganz am Anfang standen die Autos doch auch schon da. Dass zum Beispiel jetzt ein SWAT-Team vom Dach fällt oder was weiß ich und dann verliert er alles und er hat nur sein Nachtsichtgerät da, was weiß ich, wäre auch bestimmt nicht schlecht. Weil ich meine, okay, der Reporter, ist klar. Der Mitarbeiter, der an dem Reporter geschrieben hat, geile Story, ne? Parallel. Und dann, wenn noch das SWAT-Team dabei wäre, was ganz am Ende und ganz am Anfang quasi, wo die Autos vor der Tür standen und so weiter, auch noch mit dabei drinnen wären, dann wäre das einer der geilsten Spiele ever. Aber machen die nicht. Haben die nicht gemacht. Das ist echt traurig. Ich habe es wirklich sehr gehofft. Wir können das ja mal spielen, Outlast 2. Ich hätte nichts dagegen, aber so gruselig und da musst du viel mehr irgendwie quasi sowas wie Herausforderungen machen und so weiter. Viel Rennen auch, immer wegrennen, irgendwie sowas habe ich da gelesen. Soll nicht gut sein. Aber ey, die lernen raus. Ich hoffe, die lernen raus. Ich hätte so gern gewünscht, dass wirklich die SWAT-Team dabei wäre. Ich meine, wieso machen die ein SWAT-Team, wenn, ne? Ich krieg mein Schild nicht mehr. Plus 5. Und dieser Leonidas, der ist ja soffen oder so. Ne? Duschen will er gehen. Was für ein Duschen, Alter. Da wichst dich doch rein, ne? Na, mein Schild kriege ich nicht plus 5. Wie findest du eigentlich die Oldschool-Animationen gegen die neuen Animationen? Buff Nukes? Du meinst jetzt die von Isro? Na, mir eigentlich sowas von egal, aber. Ja, der